Hamburg, Berlin, West-Wien. Nie ohne mein Team. Wer sich an diese wichtigen Worte großer deutscher Philosophen hält, der braucht ein richtiges Fahrzeug für sein Team. Und diesen Teambus, den haben wir heute da. Und wir präsentieren euch ein 1993er Chevy Van G20, was der alles so zu bieten hat. Und tja, übrigens, unser Team, das braucht einerseits noch Zuwachs. Das heißt, wer von euch Grafikdesign kann und in Wörgl arbeiten möchte, den haben wir herzlich willkommen. Und unser Team ist an sich auch schon größer geworden, denn nicht nur Tim und ich sind das Kamerateam, sondern wir haben ja ein Insta360-Team mit dazu bekommen. Denn das ist so ein Riesenauto. Und so ein Riesenauto irgendwie drauf zu bekommen, dazu braucht man quasi eine 360-Grad-Ansicht. Und das probieren wir heute mal aus, ob wir das in Zukunft immer haben. Und was wir da so alles zaubern können, ja, das seht ihr jetzt schon im Intro. Das hier ist ein Chevy Van und der wurde nicht nur unendlich lange gebaut, nämlich von 1970 bis 1996, sondern ist auch der Inbegriff eines Teambusses. Ich weiß nicht, wenn du an ein Team denkst, was mit einem Bus fährt, Tim, woran denkst du? A-Team. Richtig, man denkt an das A-Team. Und ja, die sind ein GMC gefahren, der ist aber quasi das Schwestermodell zu genau diesem Chevy Van. Und das war die Sporty Spice Variante, während wir hier den absoluten Luxus haben. Starcraft steht drauf. Tja, und Faceman und Murdoch sind trotzdem unterwegs und gucken mal, was das Ganze kann. In dem Fall halt in diesem unschuldigen Weiß. Weiß lässt ihn vielleicht sogar noch ein bisschen größer wirken in dem Moment. Die Besonderheit halt von dieser dritten Generation des Chevy Vans ist, man hat eine richtige Motorhaube. Das heißt, während man vorher tatsächlich den Motor quasi vorne bei den Passagieren hatte, ist der nach vorne gerückt. Man hat einen eigenen Motorraum, um noch mehr Luxus für den Innenraum zu schaffen. Und Starcraft wiederum bedeutet, man hat sich einen Chevy Van gekauft. Der ist zu der Firma StarCraft gegangen, nein, nicht das Videospiel, und man hat das Ganze dort umgebaut. Der Umbau wiederum war teurer als das Fahrzeug selbst. Warum, sehen wir, glaube ich, nach und nach. Quadratisch praktisch sind erstmal so die grundlegenden Abmaße von einem Chevy Van. Der ist nämlich 2,2 Meter breit und 2,2 Meter hoch. Wobei diese 2,2 Meter Höhe, die würde ich so gar nicht bestätigen, denn es gibt quasi niedrige, mittlere und nochmal zusätzlich erhöhte Dächer. Das heißt, der ist ja schon ziemlich mächtig und groß. Allein schon, wenn man überlegt, wie groß ein Spiegel ist. Es ist also auch die ideale Basis für alle, die auf Reisen gehen wollen, die campen wollen, die einfach Dinge transportieren wollen. Oder halt einfach, wenn man mit seinem Team unterwegs ist. Und das ist auch der Grund, warum wir uns mal einen anschauen. Auch bei der Länge muss man sagen, so ein Chevy Van hat nicht die eine Länge, sondern es gibt drei Varianten. Und die kürzeste ist mit ein bisschen über 4,50 Meter gar nicht so lang. Dann gibt es welche, die 5,16 Meter lang sind. Und wenn einem das nicht reicht, gibt es auch noch die Extended Wheelbase. Da ist man dann bei fast 5,70 Meter Länge. Es ist also einfach immer ein riesen Fahrzeug. Und man muss halt auch mal bedenken, in Deutschland hat man diesen VW-Bus. Und wenn wir jetzt einen VW-Bus hinstellen würden, der würde nicht nur ungefähr hier enden, sondern der würde auch hier enden. Und das sind diese kleinen praktischen Fahrzeuge. Während man in den USA hat mal einfach richtig, richtig einen rausgehauen hat. Ganz spannend hier natürlich die Farbkombination. Weiß, dann so eine Art Gold-Bronzeton und dieses Türkis und dieses StarCraft-Logo mit. Und das werden wir auch innen an allen Ecken und Enden wiederfinden können. Er ist auch nicht ganz symmetrisch. Auf der anderen Seite haben wir quasi Scheiben und hier haben wir die Tür, durch die wir dann später reingehen. Man kann es einfach mal schon mal so eine Kunde zeigen. Das heißt, ich kann hier öffnen. Ich gehe bewusst weg vom Rasenmäher. Und dann hat man hier die zweite Tür. Was hier innen alles wartet, da schauen wir gleich mal eine Sekunde danach. Und ich würde sagen, ich warte, bis der Rasenmäher weg ist und wir sehen uns am Heck. Tim hatte mich zwar nicht mal gehört, ihr hoffentlich schon. Hinten ist mal ein bisschen vor, was will ich denn mit einer Leiter? Ich kann natürlich noch mehr Dinge auf dem Gepäck, also auf dem Dach mitnehmen als Gepäck, wenn mir das innen nicht gereicht hat beim Gepäckraum und zusätzlich auch mein Ersatzrad. Das heißt, das ist nicht irgendwo unterflorig. Liegt zum Teil auch daran, weil der Boden vom Van mit dem Rahmen quasi verbunden ist. So, wir machen dann einmal hier fix auf. So. Ah, und dann muss ich in mal eine Sekunde schauen. Tim, bist du schon klüger als ich und weißt, wo man eilt? So,
dann haben wir hinten diesen Platz. Und erstmal die Grundsatzangabe. Der Deutsche will ja wissen, wie viele Liter Volumen habe ich denn irgendwo? Hast du eine Idee, Tim? Also es ist kleiner als ich dachte. 700. Es gibt nur eine Angabe für quasi das Komplettvolumen und das sind 7362 Liter. Weil hier hinten die, ich muss einfach glaube ich ein Stückchen weiter, aber ich will es auch nicht kaputt machen. Ich will es vor allem deswegen auch nicht kaputt machen, wer diesen Van super interessant findet, der kann auch genau den hier kaufen. Und das ist eigentlich eine seltene Gelegenheit, weil die meisten sind halt einfach benutzt und runtergekommen und dem hier geht es richtig gut, was wir dann vor allem im Innenraum sehen. Und wenn das einer von euch kauft, dann hat er eine richtig einmalige Chance, denn er kriegt nicht nur diesen türkis-grünen Petrolton, sondern ich kann auf der Seite nach unten aufmachen und dann kann ich hier meine Weinflaschen reinstellen. Das heißt hier oben der Hals, unten der Flaschenboden. Und ich kann auf der anderen Seite mir dann auch meine Weingläser noch unterbringen. Das heißt, ich kann dann hier sitzen, habe meine zwei Tischchen und kann eine schöne Zeit mit meinem Wein haben. Und dann denkt ihr, ja, aber wenn du Wein getrunken hast, Alex, da fährt man doch nicht mehr damit nach Hause. Das ist ein sehr gutes Argument. Aber auch dafür hat man damals bei Chevy eine Lösung gehabt. Das heißt, erstens die Krümel von den ganzen Snacks, die ich zu meinem Wein hatte, kann ich mit meinem integrierten Staubsauger dann einfach aufsaugen. Denn wo krümelt man nicht? Tim, es gibt einen Ort im Leben, wo man nicht krümeln darf. Im Bett? Richtig. Unmenschen krümeln im Bett. Das heißt, ich habe hier oben die Sofa- bzw. Betttasten. Das heißt, wenn ich die Kopfstützen rausnehme und wir zeigen jetzt auch mal ein Bild von einem Geschäftsmann, der innen quasi die Füße auf sein Bett hochlegt, während er also liest Zeitung und hat einen Fernseher gleichzeitig laufen, kann ich hier eine Bettfläche draus machen und habe dann am Ende sogar noch eine Kleiderstange hängen. Also ich persönlich bin überzeugt, das Highlight von dem Auto, warum wir auch hier sind, ist der Innenraum. Da haben sich die Leute von StarCraft nämlich richtig Mühe gegeben. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt doch auch mal hin. Ich habe es mir schon bequem gemacht und bequem gemacht trifft es gut, denn wir haben nicht irgendeinen Chevy, wenn hier so ein StarCraft. Das heißt, ich habe hier Captain's Chairs. Ich habe nicht nur vorne welche, sondern ich habe sie auch hinten. Und da gucken wir gleich mal, dass wir das alles für euch ein bisschen eingefangen bekommen. Erstmal ist das Thema hier, wow, diese Farbe. Also ihr habt es ja gerade hinten schon gesehen, aber dazu auch noch dieses ganze Holz. Und wer könnte denn Holz verarbeiten? Man kennt doch in den USA nur dieses Plastikholz. Und es sind die Leute, mit denen ich am wenigsten gerechnet habe, die am wenigsten mit dem Thema Auto zu tun haben. Und ich meine, ich hole mir das mal vor. Es gibt also von StarCraft damals so eine tolle Broschüre, die man gemacht hat. Das ist sogar auf Deutsch hier. Oder es hat auf Deutsch auf jeden Fall mal jemand übersetzt. Und da das an sich Spannendste finde ich, habt ihr dieses Bild von diesem Mann mit dem Bart? Das haben jetzt alle gesehen. Tim kann es auch nebenbei noch einblenden. Keine Maschine. Aber kann die Handarbeit unserer erfahrenen Amish-Facharbeiter bei der Bearbeitung der Edelhölzer ersetzen? Und jetzt denke ich mir, sind die Amish nicht genau die Leute, die 100% gegen das Thema Auto sind, die immer nur Kutsche fahren? Und genau diese Amish-People sind also unterwegs und haben das Holz für StarCraft bearbeitet. Wenn das kein Luxus ist, dann weiß ich auch nicht. Das heißt, das hier ist echtes Holz. Man sieht auch überall die Verschraubpunkte. Und sowas kennt man halt bei amerikanischen Autos aus der Zeit nicht. Dazu auch allein schon vor dir, da wo man vielleicht einen Beifahrer-Airbag erwarten würde, den es nicht gibt, riesengroß dieses StarCraft-Logo. Quality and Integrity since 1903. Das heißt, man hat diesen Stolz auf die eigene Marke, also quasi ein 90-jähriges Jubiläumsmodell hier und alles voll mit Holz gepackt. Dann merkt man auch, okay, wir haben überall so ein paar Beleuchtungselemente und halt Dinge, die ein bisschen ungewöhnlich sind. Zum Beispiel hier habe ich dieses StarCraft-Bedienelement. Also hier sind Fuses drunter, also sind Sicherungen. Aber ich habe Fog, okay, Driving. Dann habe ich Aircraft oder auch Mood. Und wenn ich die Mood-Sache anmache, gehen die hinteren Radios. Ja, aber ich habe auch hinten noch ein Radio mit an. Also da erwartet uns gleich schon viel mehr. Das heißt, wir werden hinten mehr Zeit, als wir vorne brauchen. Denn hier Kombi-Instrument, klassisch amerikanisch für die damalige Zeit. Ich habe eine Geschwindigkeit bis 140 km/h oder halt 85 Meilen. Ich habe eine Wassertemperatur, Öl, Batterie, wie viel Sprit ist drin, fertig und gutes. Hier wird geschaltet. Feststellbremse ist links, wie man zum Beispiel von Mercedes kennt. Da kann man auch lösen. Hier ist auch die Motorhaubenriegelung. Fertig. Wer die Sitzverstellung sucht, die ist natürlich elektrisch und hier an der Seite untergebracht. Und auch die Tür. Da, allein da habe ich drei Holzelemente, wo ich über die Verschraubung sehe. Dann unten, das ist so super samtig. Fass mal das an, wo die Türtasche davor ist. Genau. Also
ein super, super luxuriöses Material. Und ich würde sagen, ich gehe mal den langen Weg nach hinten, trete ich an. Oder sogar noch ein viertes und ein fünftes. Es sind fünf einzelne Holzelemente, die man da hat. So. Und jetzt haben wir halt unseren neuen Freund hier mit dabei, weil wie ihr seht, ist das eine riesige Fläche hier. Und zum Glück haben wir jetzt eine 360-Grad-Kamera, die uns das gleich ein bisschen zeigen kann. Erstmal sind wir in der zweiten Reihe angekommen. Das heißt, hier habe ich einen idealen Blick auf unseren Fernseher nach vorne und auf die Fächer hier oben. Das heißt, auch die sind innen besamtet. Ich habe innen besamtete Fächer. In dem zweiten Fach auf der anderen Seite, ich kann mich hier natürlich auch bequem hinstellen, ich kann auch mal an die Kamera winken. Das ist halt das Praktische jetzt bei der 360-Grad-Kamera. Wir müssen die nicht ausrichten, weil die nimmt eh alles auf. Also wird sie jetzt hoffentlich meinen Hintern quasi die ganze Zeit mit drauf haben, weil ich hier im Weg stehe. Hier oben kann ich meine VHS-Kassetten. Tim sagt jetzt nur was, VHS. Yeah. Das kann man hier mit unterbringen. Es gab auch Nintendo-Editionen anscheinend, wo man Nintendo-Konsolen hier drin hatte. Hat also hier diese Captain's Chairs nochmal. Ich wandere mal zu dem hier rüber. Auch toll, dass man hier unten so eine Art Schürzen hat, damit man das Sitzgestell nicht sieht. Die zwei Sitze, wo wir jetzt sind, kann man auch drehen, um dann wie der Mann in der Werbung da zu sitzen, Zeitung zu lesen und im Hintergrund den Fernseher laufen zu lassen, um auch die Bettfläche noch ein bisschen zu vergrößern. Ich kann auch von hier das Sofa, also die dritte Reihe, noch verstellen. Ich habe hier extra Ablagen aus Holz, wo ich meine Fernbedienungen unterbringen kann. Das heißt, das hier ist wohl der Fernsehplatz Nummer 1. Ich habe einen extra Aschenbecher, metallisch gut, und habe hier einen Anschluss für Kopfhörer, wo ich auch wo ich die Lautstärke regeln kann und zwischen TV und Radio umschalten. Das hat auch der Fahrer drüben. Tim, kannst du mal zeigen, bei dir unten gibt es halt den Getränkehalter, den Ascher und dann drüber Kopfhöreranschluss und du kannst die Lautstärke einstellen. Und selbst der Fensterheber ist komplett einbeholzt. Und dann bei dir gibt es passenderweise dann natürlich noch das Erste-Hilfe-Kit. Ich habe hier dieses wunderschöne Plissé, was auch nochmal hier mit Holz dabei hat, einen eigenen Luftausströmer und eine eigene Taschentuchbox. Ich kann also Fernsehen gucken und habe eine Taschentuchbox hier. Das ist richtig amerikanischer Luxus. In den Kopfstützen steht auch nochmal überall StarCraft mit drin. Und selbst hier unten bei den Guten, das ist nochmal alles so ein bisschen mit eingearbeitet. Wobei ich hat getäuscht, von der Seite saß du Kies, also es ist einfach nur grau. Enttäuschend. Dann hat man hier, da guck mal, das ist das StarCraft-Logo wieder aufgegriffen, diese Innenraumbeleuchtung. Und man hat auch hier an der Decke, das ist ein Sternenhimmel. Ich versuche mal kurz dem Auto Zündung zu geben. Ich glaube, dann geht sogar unser Sternenhimmel so eine Sekunde an. Moment. Guck mal, siehst du unseren tollen Sternenhimmel? Ja. Faszinierend, oder? So, und jetzt, also ich gehe jetzt ganz nach hinten, da haben wir nur die 360-Grad-Kamera, aber das bin ich also. Das ist ja durchaus praktisch. Das heißt, man hat hier echt immer alles mit im Blick. Naja gut, ich setze mich also mal hin und ich hoffe, wir können alles sehen. Wer so eine Insta möchte übrigens, der kann auch gerne unserem Link folgen. Aber wir haben auf jeden Fall einen neuen Teamkameraden, damit ihr endlich mal alles seht, wenn ich so weit weg bin. Hier hinten, also guck mal den Beinraum an. Für wie viele Leute ist so ein Bus eigentlich gedacht oder so ein Van? 7. In dem Fall ja. Der Punkt ist aber, es gibt quasi Konfigurationen mit nur einem Fahrersitz und der Rest ist Nutzfläche und die Maximalsprünge sind 15 Sitzplätze. Also da gab es echt alles. Ich habe hier einen Kühlschrank-Eisfach-Element auf beiden Seiten mit, das hier oben ist alles Holz. Dann kann ich auch hier wieder Kopfhörer rein, zwischen Radio und TV umschalten, habe so Pompadour-Taschen hinter den Sitzen, habe hier überall nochmal dieses StarCraft-Logo und allein schon hier oben diese ganzen Lautsprecher, die überall drin sind. Dazu der Sternenhimmel. Hier oben wie in einem Camper nochmal entsprechend Staubfächer. Ich will es nicht übertreiben. Wahrscheinlich gibt es einen Trick an der Stelle. Viel wichtiger ist doch, ich habe ein Executive 4000. Das heißt, ich habe hier hinten meinen Kassettenspieler und kann auch da zum Beispiel Bass und Co., also dieses ganze Equalizer-Thema, kann ich hier hinten mit verstellen. Habe da auch nochmal Lautsprecher. Bin bei dem, was ich eben als Kleiderstange betitelt habe. Und das ist schon, also du hast alles hier. Und allein diese Fläche, wo sich unsere Kamera gerade breit gemacht hat, einfach mal zu gucken, du hast hier Getränkehalter und hast diese riesen Holztafel. Und das alles von Amish People für mich zusammengestellt. Also der Innenraum ist wirklich, wirklich krass und ist ja quasi das Gegenteil zur Technik, von der wir jetzt kommen. Weil die Technik ist ja amerikanische Großserie, 26 Jahre lang gebaut und im Alltag bewährt. Und die schauen wir uns jetzt an, weil das hier innen war ziemlich, ziemlich krass. Oder Tim, interessiert dich noch was? Es gibt hier übrigens hier unten gibt's noch Schiebefenster. Guck mal, kann ich so vorziehen und kann ich wieder so nach hinten. Gibt es natürlich auch auf der anderen Seite, das kann man wahrscheinlich in der Insta-Kamera jetzt ein bisschen besser sehen. Und dahinter ist ein Fliegengitter.
Das heißt, du kannst das Fenster aufmachen, hast aber immer ein Fliegengitter und bist vor der Umwelt geschützt. Und wenn ich das so sehe, wo dieses ganze Holz ist, ich meine, vielleicht seht ihr das so auch in 360 Grad Sicht. Also hier ist echt ein ganzer Baum im Auto. Ich würde sagen, wir gucken mal unter die Haube. Rechts vom Lenkrad unten, kurz bevor meine Hand im Teppich, der super weich, flauschig und bunt ist, aufschlägt, genau da ist die Motorhaubenentriegelung. Und das ist, wie gesagt, jetzt der Teil vom Auto, der eigentlich am normalsten ist. So, jetzt muss ich hier mich nur mal so eine Sekunde orientieren. Das ist natürlich clever, wenn man das nicht vorher macht. So, das heißt, das kommt hier rein. So. Die dritte Generation hat halt diese Motorhaube bekommen. Das heißt, bei den anderen, der ersten und zweiten, müssten wir bei der Buchanka zum Beispiel vom Innenraum versuchen, den Motor zu zeigen, während man hier das Ganze, ich will mal sagen, von außen zugänglich gemacht hat. Das heißt, man hat zum Beispiel, hier sehe ich zum Beispiel Transfl, also hier wird das Transmission Fluid sein, also das Getriebeöl, hat man alles so ein bisschen wartungsfreundlicher gemacht. Man kann hier unten noch so ein bisschen den Rahmen durchsehen, der wie gesagt mit dem Boden verbunden ist, um mehr Stabilität in dieses riesen Auto halt irgendwo reinzubekommen. Das wäre auch sowas, worauf man schauen muss, wenn man sich einkauft, Rost. Weil je nachdem, in welchem Bundesstaat das war, in welchem Jahr, welchem Monat, welcher Woche, wie der Facharbeiter gerade so mit unterwegs war, je nachdem ist halt die Rostvorsorge nicht so ideal. Wenn es natürlich Autos wie dieses gibt, die ein angenehmes, schönes Leben hatten, dann können die so aussehen. Bei vielen anderen, egal ob es jetzt Einstiege, Radläufe sind und vor allem auch mal von unten gucken, kann gefühlt einmal alles mit zu tun sein. Motorenmäßig hat man hier alles zwischen 4,1 und 7,4 Liter bekommen. Jetzt könnte man denken, ja, aber der 7,4 Liter, den gab es bestimmt nur ganz am Anfang, weil wer traut sich denn so ein Big Block irgendwann so? Ich glaube, der Big Block ist erst 1988, also relativ spät eingeführt worden. Da hat man also nochmal richtig einen mit rausgehauen. Diesel gibt es auch. Am Anfang den 6,2, dann später den 6,5 Liter. 6,5 Liter Saugdiesel. Auch das ziemlich krasse Nummer eigentlich. Und hier haben wir den Motor schlecht hingeführt, nämlich den 5,7 Liter V8. Und den 5,7 Liter, den gab es von 1971 bis 96 in diesem Auto. Es scheint sich also durchaus bewährt zu haben. Wir sind da so bei, ja, 199 PS, um die 393 Newtonmeter, die man hat. Und Gewicht ist jetzt halt so eine Sache. Weil ihr habt das ganze Holz und diesen Innenraum Einbau und Co. gesehen. Also egal, was man nennt, mit dem Grundgewicht von dem Auto hat das eigentlich nichts damit zu tun. Fahrleistungen auch. Völlig egal. Der Tacho geht bis 140, da wird man wahrscheinlich auch irgendwo enden. Aber das Thema ist halt eher, was du dabei alles transportieren kannst und wie das Fahrgefühl dabei doch ist. Ganz spannend. Ich glaube, die meisten von euch werden es gar nicht so mit auf dem Schirm haben. Es gab diese Busse auch als Handschalter. Also es gab einen 3-4-Gang-Handschalter oder 3-4-Gang-Automatik, wobei die späten Modelle wie dieses dann alle mit der 4-Gang-Automatik. Also da gibt es auch verschiedene Varianten. Nur hier sind wir logischerweise ganz am Ende der Nahrungskette. Da übrigens auch ganz spannend noch, man erkennt bei den späten auch, dadurch, dass wir diese 4 Leuchtelemente haben, auch dass wir schon eine höhere Ausstattungsvariante hatten. Die einfachen hatten nur 2, die höheren hatten dann 4. Also alles, was ihr euch vorstellen könnt, hatte es gegeben. Allein schon, dass wir hier eine StarCraft-Variante haben, kurz bevor das Spiel gefühlt auf den Markt gekommen ist. Das ist doch alles schon ziemlich cool. Oder auch diese kleine süße Motor-Dämmmatte. Oder auch, warum ist das oben und nicht unten? Und alles sehr, sehr speziell. Tim, fällt dir noch ein technische Wünsche zu so einem Auto? Gab es auch 6-Zylinder? Ja, also der 4.1 und der 4.3 Liter müsste es sein. Das waren rein 6-Zylinder, die man hier drin hatte. Die anderen waren alles V8 Motoren. Auch die Diesel, die großen, weil es gibt ja zum Teil diese großen 6-Zylinder Diesel. Nein, das waren V8 Saugdiesel, die man hier mit in dem Auto bekommen hat. Es gab keinen V10, oder? Nein, 6 und 8 Zylinder gab es hier nur. Und grundsätzlich wird die hintere Achse angetrieben. Es gibt wohl auch Allradmodelle, aber ich kenne nur eigentlich Modelle, die die hintere Achse antreiben. Das ist auch das gefühlt Einzige, was bei diesen Teilen irgendwo Sinn macht. Es ist halt die einfachste Konstruktion. Man muss bedenken, dass die Grundkonstruktion von dem Auto eigentlich aus Anfang 60er irgendwo stammt. Wie gesagt, das Modell hat 1970 gebaut. Das hat dann schon eine bessere Vorderachse bekommen mit Einzelradaufhängung. Die Hinterachse hat man aber einfach und simpel auch mit Plattfedern und Co. gelassen, einfach weil es funktioniert hat. Und wie gesagt, das Teil wurde bis 96 so gebaut und ich würde nicht sagen, dass dann automatisch alles, was danach gekommen ist, unbedingt vernünftiger und besser war. Von daher würde ich sagen, Klappe zu, Affe tot und dann gucken wir uns das Auto doch mal von hinten an. Nur für euch. So ist das Ganze befestigt mit einem unsichtbaren Selfie-Stick und jetzt kommt die gewohnte.
So, also es geht los für uns und dieses, der Sound vom Motor, vom Lüfter und vor allem dieses Schaltgefühl, das ist so gefühlt pur amerikanisch, viel amerikanischer als das geht's nicht mehr. Und dann bei jeder Welle schaukelt man so rein. Das heißt, dieses amerikanische Gefühl, das Thronen über der Straße, Moment, ha, Captain's Chair noch mehr einrichten, das ist genau das, was so ein Auto ausmacht. Und das Schöne ist, ihr müsstet heute nicht nur mal uns hier sehen in dieser merkwürdigen Konstellation, sondern auch immer das, was mit vor uns ist. Denn unser kleiner neuer Freund hing da an der Scheibe und den muss man ja nicht positionieren. Und vor allem, wir haben noch was viel Lustigeres, damit man sieht, wie cool, wie hier auf der Straße unterwegs ist. Ja, Tim, das ist der Moment, wo ich will, dass du das Fenster... Warte, guck mal, ich mache da sogar das Fenster auf. Ich möchte bitte, dass man mal sieht, wie cool das aussieht, wenn zwei Typen wie wir in so einem Van unterwegs sind. In jedem Videospiel, in jedem Film, wenn irgendwie Typen unterwegs sind, auf dem Weg zum großen Heist, dann... Ja, aber von vorne, ich will sehen, wie wir... Guck mal, richtig. Und so sind wir hier unterwegs. Und dann rollt man da so mit entspannten 60. Und das ist schon ein echt mächtiges, cooles Gefühl, von daher... Also muss ich sagen, finde ich ganz geil. Wird ein bisschen frisch, wird wahrscheinlich auch frischer am Arm, finde ich. Ja, das geht eigentlich. Ist wie Rolling Shots machen. Ja, dann kannst du ruhig so weitermachen. Hallo Menschheit. Also der Punkt ist einfach dieses Gefühl, es ist so entschleunigend, entspannend. Und ich rolle lang, ich will gar nicht schneller fahren. Das Interessante ist halt aber, du hast einen Achtzylinder und du kannst immer ein bisschen mehr. Und allein die Konstellation, wenn ich jetzt nach hinten schaue, eine der Kameras wird es wahrscheinlich einfach, da fährt ein Q4 e-tron. So das Modernste, was die deutsche Autoindustrie gerade mit zu bieten hat. Und wir sitzen hier in der Konstruktion aus den 60ern, 26 Jahre unverändert gebaut. Aber ich habe hier diesen massiven Holztisch, dieses Dahingleiten. Es ist eine ganz andere Welt, in die man irgendwo abtauchen kann. Und das finde ich halt persönlich cool, dass es so was einfach anderes ist, dieses StarCraft-Logo überall. Wenn wir jetzt zu den reinen Autowerten kommen, die ihr jetzt beim Fahren wahrscheinlich eigentlich deutlich mehr erwartet habt, ja, da wird es dann halt ein kleines bisschen schwieriger. Weil natürlich hat eine Automatik damals 4 Gänge gehabt und nicht irgendwie 8 oder 9. Und auch diese 2 PS ist eine ordentliche Leistung, aber die brauchen natürlich eine gewisse Drehzahl und dann haben wir dieses riesige... Also alles, was man tun kann, damit ein Auto schlechter beschleunigt, haben wir hier mit dabei. Das heißt, wir haben eine Automatik, die die Leistung schluckt. Wir sind unendlich hoch und breit und schwer und haben auch keine irgendwie rollwiderstandsoptimierten Reifen. Und, aber das ist halt das Thema von dem, es ist eigentlich kein Auto, das der Fortbewegung dient, sondern du hast ein Haus genommen, hast noch mehr Ausstattung reingepackt und hast dann auch die Möglichkeit, dass du es mit von A nach B nimmst. Und das ist halt so das coole Feature von dem Teil. So, dann warten wir mal, dass hier alle abgebogen sind. Und dann würde ich sagen, hören wir mal so eine Sekunde, wie sich der F7 da denn so anhört. Okay. Machst du mal bei mir das Fenster zu? Bei dir das Fenster zu, na klar. Alles elektrisch natürlich. So. Also es ist kein Vollgas oder so gewesen, wir sind mit der höchsten Drehzahl. Aber das ist doch standesgemäß, würde ich sagen. Und in Deutschland kennt man halt so diese Transporter wie ein Crafter, der uns entgegenkommt. Das ist immer so mit Diesel verbunden, mit Effizienz verbunden. Und hier hat man es halt einfach mit Souveränität verbunden. Und du hast keinen Diesel, Nageln oder irgendwas. Ja, es sind 30 Jahre alt, das Auto. Und wenn er zwitschern will, dann natürlich ausgerechnet in dem Moment, wo wir filmen. Aber an sich, der fühlt sich frisch an. Der hat 57.000 dann wahrscheinlich Meilen in dem Fall drauf. Aber das ist alles frisch vom Gefühl. Und wir fahren jetzt auch gleich, also ich fühle mich so wie der LKW-Fahrer gerade, aber wir drehen mal eine Runde im Kreisverkehr. Also der vordere Teil ist drin, jetzt auch der hintere. Tim, wie ist das Gefühl für dich als Beifahrer im Kreisverkehr? Sehr sicher eigentlich. Ich habe nicht so das Gefühl, dass wir so hoch sitzen, wie wir eigentlich sitzen. Mhm. Also man merkt nur die Masse, die sehr nach außen trägt. Ja, also es ist für mich gerade, also es ist nicht unsicher, aber man muss sich der Masse immer bewusst sein. Und die Länge ist, glaube ich, deutlich weniger als eine Challenge, einfach zu wissen, auch wie hoch das Auto ist. Hast du eigentlich gesehen, dass es übrigens von außen wie ein umgedrehtes Boot aussieht? Das muss ich gleich im Fazit noch zeigen. Und also immer die Masse so berücksichtigen. Aber an sich, es fährt wie ein normaler PKW. Du hast jetzt nichts, wo du wirklich arbeiten musst. Du musst wirklich nur Höhe, Breite und Gewicht irgendwo berücksichtigen. Und dann läuft das hier doch wirklich ganz geschmeidig. Lenkung, muss ich sagen, ist deutlich direkter als gedacht. Also da habe ich jetzt keine extrem tote Mitte, da kommt sofort was.
in dem Fall halt auch ja Lenkung, Fahrwerk und Co. deutlich fitter als bei den meisten anderen, die man irgendwie findet. Ich muss sagen, ja, Bremsgefühl machen wir gleich vom Kreisverkehr noch. Ich will niemanden unnötig aufhalten. Aber auch das geht völlig in Ordnung. Und das sind auch so Themen, da hat man halt bei diesen Vans nach und nach immer verbessert. Also am Anfang hatte man Trommelbremsen vorne, hinten, dann sind Scheibenbremsen erst vorne gekommen. Am Ende gab es halt ABS an allen vier Rädern, was damals Anfang 90er nicht auch eine Selbstverständlichkeit war für so alte Entwicklung. Und das ist halt eine wirklich gute Sache. Also es fährt sehr PKW-ig, wenn man mal von der Masse absieht und wie hoch man jetzt holt. Also gefühlt kann ich die Äste, die der LKW streift, streifen wir gefühlt zumindest auch. Lautstärke finde ich an sich, wie gesagt, er zwitschert heute leider ein kleines bisschen, aber davon abgesehen, finde ich es echt angenehm. Und man kann sich halt vorstellen, einfach so lange zu reisen. Du fährst nicht unglaublich schnell, aber du kannst halt mal 7-8 Stunden hier einfach so sitzen, hast deine Freunde dabei, die hinten was spielen oder sich einen Film anschauen können. Man kann entscheiden, ob man Radio oder TV hört. Und das ist an sich so das Thema. Also du hast dein Haus, das fahren kann, und es fährt deutlich besser, als ich vorher gedacht hätte. Ja, definitiv. So. Und dann gucken wir gleich mal, dass wir nach dem Kreisverkehr uns nochmal den 18 oder so ein Sekündchen nochmal anhören. Beziehungsweise nein, wir warten, bis wir vorne abgebogen sind und dann hören wir uns nochmal an. Wir biegen dann also ab. Erstmal merkt man wieder die Masse. Oh, alles in Bewegung. Und dann würde ich sagen, geben wir mal so ein bisschen Gas. Also ich finde das voll geschmeidig. Das hat so eine geschmeidige Form des Beschleunigens. Und es würde immer ein bisschen mehr gehen. Also man kann natürlich auch in den unteren Gangstufen wegsperren und ihn ein bisschen den Begrenzer würgen, wenn man will. Aber so ist das eigentlich eine ganz coole Sache. Und vor allem vier Gänge war damals up to date eigentlich. Und mit diesem entspannten Eindrücken und ganz beruhigt machen wir jetzt das Fazit. Das war also unsere Runde mit dem Chevy Van. Jetzt fragt ihr euch, wo bin ich? Ich bin am bequemsten Ort aller Zeiten und es gibt kein Auto, wo man besser den Burt Reynolds machen kann, als in einem Chevy Van. Also der Burt Reynolds ist übrigens genau die Position. Ich müsste eigentlich nackt und auf einem Bärenfell sein. Aber es ist fast genauso gut, denn ich bin auf diesem knautschig türkisenen Leder und liege in einem StarCraft. Und ihr seht, das ist also das Bett. Hier oben mit den Tasten einfach ausgefahren. Und das ist echt eine super bequeme Sache. Und dann kann man sich noch irgendwo ein Tablet hinmachen kann. Oder ich kann einfach da vorne Fernsehen gucken. Das heißt, ich kann mich hier hinlegen und vorne Fernsehen schauen. Oder ich könnte hier oben mein Kassettenradio bedienen. Und wenn ich doch gekrümelt habe, am Ort, wo ich nicht krümeln darf, nehme ich mir mein Staubsauger und saugt das weg oder drehe mir hier noch die Sitze um und kann da auch meine Füße drauflegen. Also ganz im Ernst, wenn das kein Luxus ist, dann weiß ich auch nicht. Und das Thema ist halt, die Autos sind speziell und man muss das mögen. Und das macht halt auch die Anschaffung in Deutschland ein bisschen schwierig, weil allzu viele Leute haben sowas halt nicht. Und vor allem ein StarCraft. Wenn ich sehe, da draußen sind es meine Weinflaschen theoretisch gelagert und meine Weingläser. Das ist halt eine Welt, in die muss man so ein bisschen reinfinden. Und deswegen so einen zu finden, das ist eine einmalige Chance. Deswegen nochmal der Hinweis, das Auto wird gerade verkauft. Und wenn ihr unsere Shots mit der Insta, die auch einmalig findet, das wird natürlich auch gerade verkauft. Jetzt ist auch, glaube ich, Black Friday heißt das, was jetzt gerade ist, Tim. Also von daher, ich bin mal gespannt, wie unser Material aussieht. Aber beides eine einmalige Sache. Aber vor allem das Bett hier, das macht schon was her. Bei der Anschaffung gebe ich ihm jetzt 6 Punkte. Der hier steht, glaube ich, für 39 im Netz. Aber allgemein, so eine gute, ja, da ist man über 30.000 Euro. Das ist schon echt viel Geld. Aber welches Auto kann denn sonst sowas? Also das kann man mit nichts eigentlich vergleichen. Beim Unterhalt gebe ich ihm auch 6, weil du hast diese amerikanische Großserientechnik. Viele Gleichteile, gute Teileversorgung grundsätzlich. Aber wenn der Rost einmal zuschlägt, ei, oder auch dann sowas wie Spritverbrauch, vielleicht, oh, fällt mir jetzt gerade erst auf den Spritverbrauch, wir sollten ihm weniger geben, oder? 6 ist ein bisschen viel. Was sagst du, Tim? Ja, ich glaube auch Teilebeschaffung ist relativ schwierig. Ah, wir geben ihm 4. Und das ist das Schöne, ich kann in meinem Bett liegen und kann in meiner Excel-Tabelle arbeiten. Ich habe gerade gearbeitet, während ich hier liege.
Ohne Schuhe, das ist Luxus. Platzangebot 10 von 10, brauchen wir, glaube ich, überhaupt gar nicht drüber diskutieren. Beim Komfort gibt es 8, weil natürlich können moderne Fahrwerke mehr und ähnliches. Ich muss nichts sagen, oder? Beim Wiederverkauf kriegt er dann von mir ganze 7 Punkte. Es gibt eine Community dafür und die Frage ist halt nur, was du hast. Hast du jetzt eine Nintendo Edition? Hast du einen StarCraft mit VHS-Player? Oder was auch immer. Macht auf jeden Fall 35 Punkte für meinen Kopf. Fürs Herz? Ja, also ganz im Ernst, das hier macht mein Herz eigentlich glücklich. Das Design, wenn man von vorne drauf schaut, sieht es aus wie ein Bootsrumpf, den wir oben mit drauf haben. Alle denken an den A-Team-Bus und das ist quasi sein luxuriöser weißer Bruder, den wir hier haben. Ich finde es ikonisch. Ikonisch ist, glaube ich, eine tolle Sache und deswegen gebe ich ihm ganze 7 Punkte fürs Design, weil ich es einfach cool finde. Fahrspaß 2, der ist nicht für der Spaß, den haben die Leute hier hinten. Der da vorne, der soll machen, dass wir ankommen. Das war es dann aber auch. Ausstattung und auch, ich gebe ihm 10 von 10, weil du hier einfach Sachen hast, die du dir für die Zeit nicht vorstellen konntest und die du auch heute. Ich habe ein elektrisches Bett. In Staubsauger, einen Kassettenspieler hier separat. Die Leute, die hier hinten sitzen, haben alle auch Kopfhöreranschlüsse. Die da vorne haben auch Kopfhöreranschlüsse. Ich kann umstalten zwischen, höre ich Radio oder TV auf meinen Kopfhörern. Was? Also das ist schon unvorstellbar. Beim Klang, klassischer, dezenter, souveräner V8, gebe ich ihm jetzt 8 Punkte. Das untermalt einfach so, das muss nicht im Vordergrund sein. Und Image sogar 9, weil alle Leute freuen sich, sowas zu sehen. Und das in dieser aktuellen Zeit und diesem Spritfresser, den wir hier haben, die Leute freuen sich, den zu sehen, obwohl sie gar nicht wissen, was für eine... Ich meine, ich habe Vorhänge, die ich mir zumachen kann, wenn ich in meinem Bett liege. Und hier vorne habe ich Plissés, die ich runter machen kann, damit auch da kein Licht reinkommt. Bitte. Freut euch mit mir einfach drüber. Macht nochmal 36 und in Summe 71 Punkte für den 1993er Chevy Van G20 als StarCraft. Tja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, die Insta-Aufnahmen haben euch gefallen. Ich hoffe, einer von euch fährt bald demnächst mit diesem Auto und er findet ein schönes neues Zuhause. Ich suche mir ein paar Hemden für die Kleiderstange oder mache einfach noch ein Nickerchen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Euch bis dann nochmal gute Fahrt und ciao.